Die fortschreitende Digitalisierung endet nicht an der Kinderzimmertüre deines Kindes. Eines dieser sogenannten Smart Toys ist der Tipp-Toy-Stift von Ravensburger. Er bietet Kindern eine interaktive Möglichkeit, zum Beispiel Bücher auf verschiedene Arten zu entdecken, benötigt dafür aber auch eine andere Begleitung durch dich mit einem höheren Gesprächsbedarf als mit einem Bilderbuch. Wenn dich grundsätzlich interessiert, was Eltern im Umgang mit digitalen Medien und ihren Kindern beachten sollten, dann findest du in den nächsten Wochen dazu ein Video auf diesem Kanal. Heute sprechen wir mehr über die technische Seite des Tipp-Toy-Stifts von Ravensburger. Die Firma Ravensburger bewirbt den Stift als ein audiodigitales Lern- und Kreativsystem für Bücher, Spiele und Spielzeug. Tippt man mit dem Stift auf ein Bild, Text oder eine geeignete Fläche eines Spielzeuges, werden passende Audioinhalte wiedergegeben. Und zwar wird nicht nur ein Text vorgelesen, sondern auch zusätzliche Informationen. Das reicht von einfachen Erklärungen, auf was der Stift da gerade getippt wurde, bis hin zu Musik, vorgelesenen Sätzen für Leseanfänger und weiteren interaktiven Aufforderungen, zum Beispiel finde diesen oder jeden Gegenstand. Geeignet ist der Stift für Kinder ab 3 Jahren, obwohl ich das etwas in Klammern setzen würde, denn ohne deine Begleitung als Erwachsenen kann dein Kind den Stift zwar bedienen, aber das, was da passiert, nicht verstehen. Für seine Fragen musst du also weiter greifbar sein. So ein Stift ersetzt nicht das Vorlesen und Erklären. Das bleibt weiter dein Part. Also gut, was gibt es denn jetzt für verschiedene Stifte? Eigentlich gibt es 4 Varianten. Kaufen kannst du zwar noch alle, aber der Tipp-Toy-Stift mit Player, also der 2. Generation, der wird nicht mal mehr auf der Homepage von Ravensburger verkauft. Mit ihm konntest du Musik und Hörspiele mit dem Stift abspielen lassen. Das System ist allerdings geschlossen, was heißt, du kannst deine eigene Musik und deine eigenen Hörspiele hier nicht drauf abspielen lassen. Und in Anbetracht der hohen Preise für diese Audioinhalte und der sehr geringen Auswahl ist diese Variante einfach unbrauchbar. Bleiben der Tipp-Toy-Stift mit Aufnahmemöglichkeit und der eben ohne diese Funktion. Beide haben einen Kopfhöreranschluss und man kann sie über den Regler lauter und leiser stellen. Der Stift ohne die Aufnahmefunktion unterstützt nicht Tipp-Toy Create. Damit können größere Kinder in den verschiedenen Büchern Audioinhalte wie zur Situation passende Geräusche und Dialoge selber aufnehmen. Erkennen kannst du die hierfür geeigneten Medien an dem Create-Logo. Puh, und da gibt es eine Menge. Neben den klassischen Büchern gibt es Spiele, Puzzle, Sticker für Tipp-Toy Create, Spielfiguren, Spielwelten, einen Globus, Adventskalender und eben die Bücher. Und neben den ganzen Sachen gibt es noch Tipp-Toy Active, mit dem Kinder zum Beispiel ein kleines Theaterstück einstudieren können. Medialer Overkill. Ich schätze mal, du hast keine Lust, mich hier eine Stunde über all die Sachen reden zu hören. Hab ich auch nicht. Deswegen schauen wir uns einfach ein Buch genauer an. Einfach ein Buch. Und das sieht wirklich aus wie ein ganz normales Buch. Einzig an den unteren Rändern der Seiten findest du verschiedene Symbole. Mit dem grünen Einschaltsymbol aktivierst du den Inhalt des Buches auf deinem Stift. Den findest du auf der ersten Seite unten links. Auf der rechten Seite gibt es ein paar mehr Symbole zu entdecken. Das rote Symbol mit dem Auge bedeutet entdecken. Wenn dein Kind das ausgewählt hat, kann es nach Herzenslust auf der Seite umhertippen. Der Stift spielt passend dazu Audioinhalte ab, liest Texte vor oder erläutert Bilder. Sicher ist, dass es sich in den Wahnsinn treiben wird, wenn das ein Dreijähriger macht. Wird das blaue Symbol mit der Note angetippt, hört dein Kind einfach ein Lied. Und das grüne Symbol mit dem Würfel steht für Spielen. Hier werden die vorher gemachten Erfahrungen aus den anderen Kategorien eben spielerisch vertieft und weiterführende Fragen gestellt. Dieses Buch hier zum Beispiel ist für Kinder ab 3 Jahren konzipiert und enthält daher nicht alle Symbole. Es gibt auch noch die Symbole Wissen und Erzählen. Beim Wissen erfahren die Kinder etwas über das jeweilige Buchthema und beim Erzählen werden kurze Geschichten wiedergegeben. Damit aber nicht genug, es gibt auch noch so etwas wie ein Menü. Auf dem roten Quadrat lassen sich alle Inhalte, die gerade abgespielt werden, pausieren und mit dem grünen Pfeilsymbol wird das letzte Geräusch oder eben der letzte Satz wiederholt. Das Informationssymbol ist für die Erwachsenen gedacht. Hier wird dir die Handhabung des Buches erklärt. Und da gibt es einen Satz, der dich aufhorchen lassen sollte. Ihr Kind kann dieses Buch völlig eigenständig oder auch mit Ihnen zusammen betrachten. Fordern Sie Ihr Kind auf, neu gelernte Worte zu wiederholen. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über das Gehörte. Ja, da hat es sich Ravensburger es etwas zu einfach gemacht.
denn deine Begleitung ist nicht wie suggeriert optional, sondern sie ist notwendig. Zum Lesen oder Sprachenlernen kann der Tipptoy-Stift sicherlich hilfreich sein. Man kann gleich hören, wie welches Wort klingt und wie es ausgesprochen wird. Eine Studie des Hans-Bethero-Instituts für Medienforschung hat aber ergeben, dass Eltern den Tipptoy-Stift nicht als das sehen, was er ist. Ein digitales Medium. Er wird eher als eine Ergänzung zum Buch wahrgenommen und deswegen die Nutzung auch nicht reglementiert. Die Folge ist, dass Eltern ihren Kindern zu sehr mit dem Stift alleine lassen. Aber viele der Fragen, die sich ein Kind bei der Handhabung des Buches stellen wird, werden von dem Stift eben nicht beantwortet. Es bedarf also weiterhin deiner Begleitung. Und so ein Stift ersetzt nicht das Vorlesen und steigert auch nicht die Lesefähigkeit. Der Tipptoy Audiostift von Ravensburger. Dein Kind wird sicher Spaß daran haben, eine wirkliche Bereicherung ist der Stift aber leider nicht. Schöne Grüße aus der Schweiz, ciao, merci und bis bald.